Hallo, ciao und herzlich willkommen bei Love Cooking. Heute habe ich einen Gast hier, ja, der liebe Moritz. Ja. Hallo, salut. Viele, viele Jahre kennen wir uns, ganz, ganz viele Jahre schon. Wir sehen uns nicht täglich, wir sehen uns nicht jährlich, manchmal sehen wir uns viele Jahre nicht. Und wenn wir uns sehen, mal auf der Straße, jetzt habe ich ihn mal hier eingeladen. Ja, beziehungsweise wir wollen mal zusammen was kochen. Und ich habe mir für heute was überlegt. Wir machen Tiramisu. Top. Freue ich mich. Ohne Alkohol? Ja. Ohne Kaffee? Okay. Wir machen mal einen süßen, so einen Schokotiramisu. Ja, sehr cool. Weil den traditionellen, den habe ich schon. Dann habe ich den, Tiramisu mit Erdbeeren habe ich mal eingepostet. Ja. Dann, was habe ich noch, meine lieben Leute, was habe ich noch für ein Tiramisu? Ja, ich habe ein Tiramisu mit Orangen-Tiramisu. Ja, oh, den habe ich auch schon. Gut an. Ja, der war auch sehr lecker. Schon mal ein Ei getrennt? Ne, das üben fängt wir schon jetzt an. Ja. Das üben wir jetzt. Das ist eine ganz leichte Geschichte. Du kannst den hier, ne? Du kennst das wahrscheinlich. Ja, genau. Zack, 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 das machen wir nicht. Sondern flach. Wir machen das jetzt so. Okay. Und bis du den ersten Knacker hörst. Ja. Und das machst du jetzt selber. Ja. Ich guck dir einfach nur zu. Okay. Oder so unfair. Hast du einen Wischmopp? Ja, ja, ja. Ich hab einen Wischmopp da. So. Also ich mache so. Du machst einmal, bis du es knacken hörst. Mehr? Ja. Ja, ein bisschen nochmal. Okay. Jetzt hat er quasi gesehen geknackt. Ja. Zeig mal. Ja, so ein bisschen irgendwie. Ich sehe aber gar nichts. Also, noch ist. Naja. Ein Haar ist nicht genug. So, jetzt guck mal hier. Ja. Jetzt nimmst du den alleine. Ja. So, jetzt kommst. Jetzt nimmst du ihn hier rüber. Ja. Du machst nicht den hier. Ja. Du versuchst ihn mal so aufzumachen. So, einfach so. Okay. Und jetzt schon so kippen, dass das Eiweiß, also das Eigelb soll auf jeden Fall irgendwo drin bleiben. Der ist stabiler, glaube ich. Genau. Und jetzt direkt den da runter. Ja. Da runter. Runter, okay. Genau. Und wieder hin und her schütten. Ja. Ach so, okay. Schütte den mal dahin. Und nochmal. Und nochmal. Piece of cake. Hast du schon mal gemacht. Machst aber echt gut fürs erste Mal. So, jetzt pass auf. Jetzt kannst du den hier. Jetzt so. Ich gerade zerlaufen. Kannst du den hier. Und jetzt den hier rein. Da rein. Okay. Perfekt. Super. Okay. Also fürs erste Ei hast du es gut gemacht. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Echt. Einfach da rein in die Mülltonne. Ja. Jetzt machst du das mal mit dem hier. Nochmal das Gleiche, ne? Nochmal genau das Gleiche. Ich pick mir noch ein bisschen so das. Wobei, nee, das ist gut. Das bleibt so. Sehr, sehr gut. Das probierst du jetzt mit dem genau nochmal aus. Der Trick ist direkt so kippen. Ach so, okay. Dass der drin bleibt. Ja. Jetzt nehmen wir den hier. Okay. Den nimmst du. Ja. Und wir geben den Zucker hinzu. Der Zucker, der soll quasi gesehen sich nachher auflösen. So lange muss er schlagen. Okay, also ja. So, ich gebe den Zucker dazu. Der ist ein bisschen gelblich, der Zucker. Das ist Gelierzucker, ja? Alles klar. Okay. Warum Gelierzucker? Ich habe keinen anderen hier unten gehabt. Deswegen, ja. Weil der besonders gut schmeckt. Ja. Genau. Moritz macht seinen ersten Tiramisu. Egal, wenn du seit 30 Jahren, bist du 30, oder so? Ja, nicht ganz 30. Ja, guck mal, der wird schon schön säumig. Schon sehr gut. Moritz? Ja? Der Trick, ach, was ich vergessen habe zu erzählen. Ja. Wenn du das zu Hause nachmachst, ja, immer darauf achten, kalte Eier. Kalte Eier, okay. Mit warmen Eiern funktioniert das nicht. Also immer aus dem Kühlschrank. Genau, und wenn es nicht richtig steif wird. Ja, zum Beispiel das hier ist jetzt genau gut. Ja. Und das Eiweiß, das schlagen wir jetzt steif. Und wenn das nicht funktioniert, noch ein kleiner Trick, eine kleine Brise Salz rein. Okay, alles funktioniert. Klar. Ja, top. Ja, jetzt schlagen wir den erstmal. Ich gehe dran, weil ich werde nicht fliegen. Ja, das ist richtig volle Pulle. Ah, alles klar. Okay. Genau. Und ich kann es einfach so lassen. Ja. Einfach so. Okay. Das ist ein quasi den Selbstläufer. So, hier ist unser Wasserbad. Die Schokolade wird jetzt hier langsam wieder. So. Mit Salz oder Klapp? Mit Salz, auf jeden Fall. Sehr guter Kalt. Ja. Perfetto. Hast du ein neues Der ist quasi gesehen. Ist sehr gut. Ist sehr gut. Wolltest du noch mal sagen, die Zutaten, was alles dazu kommt? Genau. Weil ich habe das eben alles nicht mitbekommen. Genau, richtig. Also ich habe, ich mache ja eigentlich nur Freischnauze. Ne? Ja. Immer. Also das mit diesen Rezeptangaben, da tue ich mich schwer. Wird oftmals kritisiert. Bei dir klappt das aber.
Bei meiner Mutter, die macht das auch frei Schnauze, klappt aber selten. Ich hab dich lieb, Mama. Ja. Das sag ich. Das sag ich. Nein, aber es ist so, beim Backen ist es, das ist jetzt nicht so das traditionelle Backen, aber generell beim Backen finde ich, Angaben sind wichtig beim Kochen. Ja. Also für mich total unwichtig. Okay. Ja, also ich habe jetzt eine gute Handvoll Zucker, sage ich mal. Dann habe ich 250 Gramm Mascarpone. Dann haben wir den Backkakao. Ja, wir haben Kakao, den habe ich schon ein bisschen vorgekocht. Ja. Ne? Das ist so gesüßter Kakao. Das ist jetzt nicht, also der ist immer so in der Note ein bisschen bitterer. Ja. Der Backkakao. Da bin ich ja Fan von. Lecker. Ja? Mhm. Perfekt. Das wird ja auch sehr gut schmecken, ja, denke ich. Zwei Eier haben wir getrennt, ne? Einmal richtig. Ei mit dem Eigelb. Und das war's. Und die ganz normalen, die traditionellen Löffelbissen. Ja, lecker. Ja. Das sind, willst du einen essen? Komm. Ja, aber nein. Mezzo, mezzo. Okay, danke schön. Mezzo, mezzo. Cin, cin. Salute. Mascarpone. Ja. Komplett da rein? Komplett hier hinein? Ja. Auch einmal. Du machst alles. Du alles machst heute alles. Dank. Definitiv. Weil dann kannst du auch sagen, das habe ich ganz alleine gemacht. Erstmal langsam. Genau. Nur auf die Fingerchen aufpassen. Ich halte das immer so fest. Du kannst ja auch immer so knicken, dass du auf jeden Fall den Daumen schützt. Ja. Wenn da was ist, lass es da hängen. Sonst haben wir eine Fleischbeilage. Ja, genau. Haben wir roten Tiramisu. Tiramisu Rosso. Alla, was ist das? Fragola. Alla Fragola. Aber das hast du gesagt. Habe ich schon gemacht. Was denn Himbeere? Boah, da komme ich nicht mehr drauf. Frambuesa ist Spanisch. Du kannst definitiv besser Italienisch wie ich. Ja, siehst du. Du warst ja ein paar Jahre da. Ne? Das stimmt. Aber Küchen, muss ich ehrlich sagen, da ich ja nicht gut kochen kann, muss ich da, boah, habe ich sehr viel Nachholbedarf. Moritz, soll ich mal sagen, jeder kann kochen. Jeder. Ja. Aber wenn du musst dich halt damit beschäftigen. Und ich denke, wenn du einmal so, vielleicht kriegst du ja heute, nachdem du hier nach Hause gehst, Bock drauf, ach, ich will noch mehr. Gut lecken, ne? So du, ja, genau, wenn du gut geleckt hast, dann kannst du kommen und kochen ist eigentlich nicht. Das reicht schon vollkommen aus. Ja, okay. Das reicht. Den hier werden wir heute nicht mehr brauchen. Ja, der kommt hier. Upp. Weg. Okay. Das macht gleich meine Frau sauber. Wie schnell. Ja. Dafür bringt er Müll raus. Oder also wir ergänzen uns. Ja? Also meine Frau, und wenn ich so frech bin, dann muss ich das auch manchmal selber machen. Ne? So gehört sich das. Das heißt ja auch Team, toll, ein anderer macht's. Genau, richtig. Der hier, den heben wir unter. Ja, okay. Das sorgt dafür, dass das so fluffig ist. Okay. So, du kannst quasi gesehen auch, ne, warum haben wir das denn überhaupt jetzt nicht drin gelassen? Nein, wir müssen das unterheben. Das ist ganz wichtig. Sorgt hinterher dafür, dass das echt vom Geschmack her wird besser. Es schmeckt einfach luftiger, fluffiger und einfach. Ja. Und das machst du auch. Das machst du auch. Ich muss meine Schürze mal richtig anziehen. Und ich hole jetzt mal kurz den Teig. Moment. Ja, den machen wir jetzt hier hinein. Ja. So. So, und jetzt halt schön unterrühren. Machst quasi gesehen, so wirklich? Immer weiter, immer so. Genau, bis du hinterher von dem Weißen nichts mehr siehst. Okay, ja, also ist ein bisschen Arbeit, aber das lohnt sich. Der Gusto, ja, der bleibt. Sehr gut. Der Geschmack, der Gusto, sehr genau. Gut. Ja, so dafür sind wir schließlich hier. Du bist auch sehr talentiert, was Sprachen angeht, ne? Also du kannst viele Sprachen, ne? Ja, ich habe Sprachen studiert, richtig, und talentiert weiß ich nicht. Mich fragen hier und da Menschen und sagen, Mensch, das sprichst du bestimmt perfekt. Und ich sage, perfekt, spreche gar nichts, aber ich kann mich gut verteidigen in anderen Sprachen, auf jeden Fall. So, hier haben wir noch ein bisschen, hier ist ein bisschen Zucker schon drin, der bleibt auch drin. Die ziehst du an. Ja, okay. Also mir passen die, boah, das große Hände, mach mal so. Mach so. Nee, die passen dir. Okay. So. Aus wie so ein Tatortreiniger. Ja, genau. Welche Spur ermitteln wir hier? Wer war hier am Werk? So. Jetzt ist es hier wichtig. Guck mal so, da ist der Kakao. Ja. Jetzt nimmst du dir die Biscuits. Ja. Und das ist eine schnelle Geschichte, die du jetzt machen musst. Ja. Du nimmst sie so, zack, zack, fertig. Einmal. Zack. Nochmal rein. Zack. Und schön einmal reintucken und nochmal. Zack. Und rein damit. Perfekt, optimal. Wir machen das jetzt so. Ich mache jetzt so. Das ist jetzt warme Schokolade schon. Das ne? ist warme Schokolade. Du kannst halt alles Mögliche an Schokolade, auch was älter mal ist, so einen alten Nikolaus oder einen Osthase, der noch im Schrank ist, ein Wasserbad machen und
hinein damit. Jetzt machst du hier drauf die zweite Schicht. Hier mit, ja? Genau, okay. Richtig. So richtig drauf? Richtig drauf. Okay, erstmal. Richtig drauf, genau. Nur auf diese Biscuits. Also nur. Wenn da ein bisschen was runterkommt, rechts und links, ist auch kein Problem. Okay, du kannst jetzt hier, wenn du jetzt hier so eine Ecke siehst, ja, okay, die nimmst du noch mit. Ja. Und dass das hier halt alles so ein bisschen hier bedeckt ist. Ja. Na? Dann, du hast jetzt hier Handschuhe. Kannst du eine Prise von der Schoko? Ja, das ist jetzt diese hier. Genau, so gut verteilt. Nur hier drauf wieder. Ja, ja, richtig. Nochmal oder genau, reicht? Nee, das reicht schon. Jetzt machst du hier genau das gleiche, was ich gerade eben gemacht habe. Ja. Ja, mit dem Löffel, pass auf, da ist noch einer, der ist noch nicht ganz geschmolzen und jetzt machst du den auch so. Genau, perfekt. Ja. Ci siamo? Ancora, ancora. Ancora un po' di. Perfetto, den lassen wir da drin. Ja. Jetzt machst du genau das gleiche wie eben. Ja. Jetzt kannst du den ein bisschen länger. Eins, okay, eins und dann okay, da drauf. Also jeweils 21, 21. Okay. 21. Perfekt. Und genauso drauf, wie es war. Und jetzt ein bisschen andrücken. Optimal. So, ich trinke mal ein bisschen Traubensaft nebenbei, ja? Minute Traubensaft. Moritz, heute super. Ich muss ja gar nichts machen. Ja, freut mich schon mal. Chi va piano, va sano e va lontano. Però, quando tu lavoro... Ja, das ist immer so. Wenn man arbeitet selber, dann lernt man es auch am besten. Ja, also ich könnte es dir ja vormachen, aber das bringt ja nichts. So, nee, so kannst du sagen, so meine Hände waren da am Werk. Absolut. So, was du jetzt machst, jetzt knallst du unsere schöne Mascarpone-Crema. Ja. Mascarpone-Crema machst du hier komplett drauf. Ja. Und das kann ruhig hier rechts und links auch ein bisschen runter, also runtertrieben. Das ist überhaupt kein Problem. Weil die kommt ja nachher in den Kühlschrank. Ja? Die geht in den Kühlschrank. Das wisst ihr ganz genau. Tiramisu kommt immer in den Kühlschrank. Manche sagen sogar am Tag, also am gleichen Tag verzehren. Nein, das machen wir nicht, dann schmeckt er nicht so gut. Aber es kommt auch ein bisschen auf die Tränkung drauf an. Ja? Ja. Also wenn du jetzt, es gibt echt welche, die tränken nur halb. Ach, okay, okay. Die wollen aber dann, dass das über Nacht, dass die Creme sich richtig noch reinsaugt. Das dauert halt was länger. Ja. Aber es, der Trick ist einfach nur dieses Tränken. Und du hast jetzt gut getränkt. Das heißt, heute Abend schmeckt er optimal. Kannst gut trinken, da können wir alles. Getränke und gut trinken, genau. Ja, adesso? Ja. Come si chiama in italiano questo? Non è rete, è un'altra cosa. Osipo. Osipo. Quello Osipo, sì. Giuseppe con Osipo. Osipo, quello ti chiama come mio fratello Filippo. Ciao, Fra. Das Filippo, ja? Mein Löffel halt, das ist Filippo. Also, Filippo, sì. Ja, hier ist Pasquale. Quello Pasquale. Ciao, Pasquale. E Filippo. Filippo. Genau. Gut drauf, ne? Ja. Richtig drauf, schön verteilen. Optimal. È finito. Reicht schon? Ja. Ja, mega. So, oh, das sieht richtig nach. Dann erst mit Tiramisu. Jetzt kannst du noch den hier oben drauf machen. Komm mal hier. Ja. So. Ja? Ja, richtig gut sieht das aus, ne? Und den nimmst du auf jeden Fall heute mit und rufst mich heute Abend oder schreibst mir, wie der geschmeckt hat. Wenn der nicht geschmeckt hat, das wird super schmecken. Dann posten wir den gar nicht. Ja. Ja? Habe ich meine Tochter dann hinten, die völlig ausfüllt. Nein, ich glaube, ihr wird das auf jeden Fall sehr gut schmecken. Das glaube ich auch. Ja, top. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. War ganz, super. Ganz lieben Dank. Ja, war super. Echt toll. Mega. Und du schreibst mir. Ich schreibe dir. Ich lasse es dich wissen. Yeah, Moritz, seit Jahren verschollen. Jetzt war er hier. War echt schön, mit dir zu drehen. Dankeschön. Und wenn euch dieser Clip gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Love Cooking. Mein Name ist Domenico und Moritz. Ciao. Ciao, ciao, ciao.